So, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Filtervideos. Ich habe das Ganze hier schon mal ausgepackt und werde euch jetzt einmal komplett nochmal den Zusammenbau vorstellen. Vorher geht es aber nochmal zum Intro und dann geht es weiter. So, wie ihr seht, haben wir hier einmal die Filterkörbe einzeln aufgestellt. Dann habe ich hier einmal den Filterkopf. Hier oben haben wir einmal das Schaufelrad drin mit der Keramikstange. Die ist etwas eingefeuchtet oder eingefettet. Ist auch ein bisschen Wasser drin, weil er getestet wurde. Die Filter werden normalerweise alle vorher getestet, ob sie auch laufen. Und dann haben wir hier einmal den Extender, den kann man hier von unten erkennen. Einmal den Auslauf. Und einmal den Einlauf. Dann habe ich hier einmal den Korb mit dem Filtermaterial. Die werde ich jetzt einmal auspacken. Natürlich müsst ihr vorher den Staub rauskriegen und einmal ausspülen am besten. Und dann kommen dann noch hier vorne den zweiten Korb, der obere. Und aus dem hier werde ich das Filtermaterial in diesem Fall aber entfernen, weil ich den Filter ja neu in das Aquarium einsetze, nehme ich das Filtermaterial aus dem alten Öko und packe das hier unten rein, damit eben die Filterbakterien mit in dieses Aquarium hineinkommen. Und ich die nicht komplett entnehme, was man natürlich auch nicht macht. Deshalb werden wir jetzt einmal die Tüten hier aufschneiden und einmal in dem Eimer hier kurz auswaschen. Aber erstmal werde ich sie, denke ich mal, nur reinkippen, damit der Staub einmal rauskommt, damit der schon mal vorab weg ist und nicht noch nachher im Wasser mit drin, dann ist es schon mal einiges einfacher. Hier am Stauben seht ihr natürlich jetzt, wie viel Feinmaterial doch in den Filtermaterialien mit drin ist. Das siebe ich dann einmal aus, damit nicht nachher im Filter landet. Das kann man jetzt super erkennen, wie viel Dreck da unten noch drin ist. Er hat zwei Kügelchen nebenher gefallen, aber sonst ist da schon ordentlich Filtermaterial drin. Das gleiche machen wir jetzt natürlich auch einmal mit dem anderen. Das mache ich in meinem Eimer. Wenn ich das auf dem Boden mache, habe ich das ganze Zeug nachher am Boden, muss saugen. Deshalb ist es natürlich einfacher. Auch hier kommt immer ein bisschen Staub raus, das ist ganz normal. Hier einer vorbeigefangen. Und dann haben wir die ganzen auch schon ausgepackt. Jetzt kippe ich das einmal weg, hole mal im Wasser und dann spülen wir die einmal vor. Für den unteren Korb habe ich mir jetzt noch einmal einen zweiten Filterschwamm zugeschnitten. Und dann werde ich dann natürlich auch noch auswaschen. Vorab werde ich jetzt aber einmal die Kügelchen abspülen. Da es jetzt das erste Mal ist, dass ich sie wasche, werde ich sie erstmal ohne Aquariumwasser spülen und dann nachher mit. Deshalb einmal so. Und das gleiche noch einmal mit denen hier. Hier oben drauf kommt dann jetzt einmal das feine Filtervlies mit dem Gitter. Das spüle ich auch einmal aus. Das kommt dann hier oben wieder drauf.
mit dem Gitter. Das kann man super einhaken hier oben. Dann ist es direkt wieder fest und man kann es hochheben. Natürlich nur einzeln und nicht zusammen. Und dann kommt hier jetzt gleich noch das alte Filtermaterial mit rein. Ein Teil werde ich noch hier oben mit rein tun und dann können wir das Ganze auch schon in Betrieb nehmen. Dann kommt natürlich eine der schwersten Aufgaben, das ist den Schlauch auf dieses Endstück drauf zu drücken. Meistens hilft hier etwas Spucke oder man macht es eben mit dem Feuerzeug oder mit dem Gasbrenner ein bisschen warm. Muss aber aufpassen, dass es natürlich nicht verbrennt und dann kann man es ganz flexibel drauf schieben. Hier wird es mit dem Sicherungsring einmal fixiert und dann haben wir den schon gesichert und dann können wir den hier unten durchschneiden und haben genau die Hälfte für die Schläuche oben dran. Den einen lege ich jetzt von hinten dran und den anderen von oben drüber. Nur, dass die Seiten so überlappen. Natürlich mit dem Hebel hier in der Mitte am besten, einfachsten. Und dann kann man den so zusammendrücken und das hält den Schlauch dann hier drauf. Den schneiden wir jetzt, wie gesagt, einmal hier oben in der Mitte durch. Geht auch mit der Schere ganz einfach. Einfach in Anführungszeichen, nicht wirklich. Zack. Nein, nicht ganz gerade, das ist nicht ganz so schlimm. Und dann gucken wir natürlich einmal hier drauf, wenn der vor uns ist, ist hier der Ausströmer und hier der Einlauf. Das heißt, wir machen an den linken den Ausströmer dran. Das ist in dem Fall das Rohr hier. Das kann man auch hier schön drauf erkennen. Hier sind zwei Pfeile oben drauf. Ich weiß nicht, ob man sie hier erkennt, ich glaube eher nicht. Ja, doch, da sieht man sie. Und dann steckt man das hier, wie gesagt, dort drauf. Auch mit etwas Kraft, ist nicht ganz so einfach, aber meistens einfacher als die anderen Teile. Ein bisschen drehen, bewegen dabei, dann rutscht das ganz gut da drauf. So, der ist jetzt schon mal drauf. Und dann kommt einmal das große Teil. Den könnte sein, dass wir den noch kürzen müssen. Das müssen wir gleich mal am Aquarium dann gucken. Hier vorne für brauchen wir noch ein kleines Stück Schlauch. Habe ich jetzt vergessen abzuschneiden. Dass dieses Stück mit dem Ausströmrohr verbindet. Weil das natürlich nicht hier reinpasst. Den habe ich jetzt einmal hier vorne um so ein Stück gekürzt. Dann können wir mit einem Teppichmesser einfach mal eben die Grate entfernen und dann kann man auch das Teil schon draufdrücken, den Einsaugfilter. Und jetzt kann man das ins Aquarium hängen. Einmal das hier und einmal den Ausströmer, wo hier noch ein kleines Stück Schlauch drauf kommt. So. Die hier kommen jetzt noch dazu. Das sind die alten Kügelchen mit etwas Filterschlamm drin und ein paar alten Röhrchen noch, um die Filterbakterien halt auch hier in den Filter zu bekommen. So, der ist jetzt komplett zu. Hier oben kommen jetzt noch einmal die Röhrchen rein. Zumindest eine dünne Schicht tue ich hier oben drauf, so dass er halt noch zugeht. Den Rest werde ich dann mit noch auf dem anderen Sieb verteilen, um eben möglichst alles mit reinzunehmen, was in dem anderen Filter war. So, somit ist der unterste Filterkorb fertig. Dann werden wir den mittleren noch nehmen. Hier lege ich noch einmal den Filterschwamm drauf, der oben mit drin war. Der ist zwar etwas dreckig noch, aber soll er ja auch, um eben das Filtermaterial mit hineinzunehmen. Dann nehmen wir den, setzen dann den großen hier drauf. Ist natürlich ein bisschen nass geworden. Und dann
können wir auch den Filter, Vorfilter schon einsetzen. Super oben drauf. Wenn alles richtig sitzt, ist das hier eine Linie. Und jetzt können wir hier das Aquariumwasser einlassen. Der läuft jetzt voll langsam. Und wenn er voll ist, können wir den Filterkopf aufsetzen und können ihn dann anschließen, um möglichst schnell ans Laufen zu kriegen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Filterschlamm mit einfließen lassen, um eben auch die ganzen Filterbakterien rüber zu bekommen. Damit er eben nicht ganz neu eingefahren werden muss. So, den wir jetzt einmal volllaufen lassen und dann geht's auch schon ans Aquarium. So, hier oben habe ich jetzt einmal den Ausströmer und den Ansauger eingebaut und jetzt werden wir den Filter zusammen eben einsetzen. Der passt haargenau da rein, also wirklich sehr knapp. Wirklich Millimeterarbeit, also der passt wirklich genau noch da rein. Glück gehabt. Ich muss aber leider die Tür vorher einmal ausbauen, bevor ich das Ganze hier anschließe. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass es einfach nicht passt. Jetzt werden wir den Schlauch von hinten nehmen. Jetzt haben wir einmal den Schlauch von hinten, den werden wir jetzt einfach hier drauf drücken. Passt, können wir ihn öffnen. Und dann stecken wir einmal das Netzteilkabel hinten links ein. Dadurch, dass ich die anderen Filter schon habe, kenne ich das halt bereits, deshalb ist es ganz einfach. Jetzt stecke ich ihn einmal hier hinten am Netzteil ein. Und dann gucken wir, wie er läuft. Jetzt hat er es gleich, es läuft dann. Aber was man hier sehen kann, natürlich, weil ich eben das Filtermaterial oben drauf gelegt habe, ist hier natürlich jetzt etwas trüb. Von der Strömung her ist natürlich sehr viel, weil er ja noch nicht eingestellt ist. Deshalb habe ich das Ganze jetzt etwas gedrosselt und dann lassen wir ihn erstmal ein bisschen laufen, damit er sich einstellen kann. So, wenn ihr dann einmal hier seid, auf der Startseite, könnt ihr hier oben auf Einstellungen gehen. In diesen Einstellungen könnt ihr dann die Sprache einstellen, dann könnt ihr zum Beispiel eure E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen, falls der Filter nicht richtig läuft, einstellen. Und ihr könnt die Uhrzeit und so weiter. Also passt eigentlich alles so. Dann können wir einmal ein Netzwerk verbinden. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr euren Router, ein WLAN-Netzwerk auswählen, ein Passwort eingeben und dann habt ihr es verbunden, ganz einfach wie sonst auch. Und dann müsst ihr mit dem gleichen WLAN-Netzwerk verbunden sein, wenn ihr den einstellen wollt. Dann gehen wir wieder auf die Startseite, 180 Liter Aquarium habe ich den jetzt genannt, habe den Filter mal angemacht. Hier kann man jetzt schön sehen, die Rotorgeschwindigkeit, Grad der Verschmutzung 0%, gut, nächste Reinigung 21. Der läuft auf manuellem Modus. Dann kann man hier die Rotorgeschwindigkeit einmal einstellen, maximal und minimal. Ich habe es jetzt auf minimal gelassen. Durch die jungen Fadenfische wollte ich das eben jetzt nicht überschrapazieren. Und dann kann man hier noch den oben rechts in der Ecke draufklicken. Dann kann man einmal den Modus ändern. Das Ganze können wir jetzt so machen. Dann haben wir einen konstanten Durchfluss, Biomodus,
Tag-Nacht-Regelung und Strömung und den manuellen Modus. Ich mache jetzt einmal den konstanten Modus, geringerem Durchfluss, und er hält jetzt den geringeren Durchfluss, den wir jetzt haben von 400 Liter, die ganze Zeit konstant. Das heißt, wenn er verschmutzt, dreht er den Rotor ein bisschen schneller und dann geht das Ganze schon besser. Man darf natürlich nicht zu stark stellen, sonst hat man natürlich den Filter gerade für die kleinen Fische etwas zu stark eingestellt. Wichtig ist, wenn ihr auf die Seite von ihr haben wollt, müsst ihr hier oben den Router im WLAN auswählen. Dann kommt ihr, indem ihr kurz auf die WLAN-Taste drückt, dann kommt ihr dort drauf, drückt ihn an und dann geht ihr hier auf 192.168.1.1 und diese Seite öffnet sich dann automatisch, wenn ihr mit dem Router verbunden seid. Es geht jetzt aktuell nicht, weil ich ihn schon konfiguriert habe. In dem Fall gehen wir dann wieder zurück auf die andere Seite. Und hier haben wir gesagt, die ganzen Modi. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, schickt ihr euch eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse hier vorne. Und dort könnt ihr dann Benachrichtigungen bekommen, falls ihr irgendwelche Probleme habt, falls er nicht richtig läuft oder stark verschmutzt ist, Reinigungsbenachrichtigungen und so weiter. Also recht super gemacht, recht einfach zu verstehen. Hier haben wir den Filter halt, hier oben mal die verschiedenen Möglichkeiten für den Filter, Name des Filters, Ehan Professional 5E-Typ, bla bla bla, 180 Liter Aquarium, nächste Konfiguration, erste Konfiguration, Werkseinstellung zurücksetzen. Das machen wir natürlich nicht, wir lassen jetzt erstmal so laufen. Ich habe mir jetzt kurz auf manuell gestellt, damit er sich erstmal einläuft und dann werde ich mal gucken, ob wir, wenn keine Jungen mehr drin sind, den Modus etwas umstellen. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier rechts und links seht ihr nochmal Instagram und Facebook. Schaut vorbei, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Da freue ich mich immer drüber und würde sagen, bis zum nächsten Mal.